Alex, servus. Thomas, gib mir heute neue Challenge. He? Ja, oh, das war kalt. Wir haben es oder? Gehen wir spazieren heute mit der Happy? Nein, wir müssen... Oder wer als erster friert oder was? Ja, glaubst du, aber nein, wir müssen doch heute zum Rick. Ach, zum Rick? Ja, du hast doch gesagt, den Haus dann erst geschnauzt. Na, du hast ihn gesagt, dass du ihm meinst. Ja, dann machen es wir zwei zusammen. Deswegen wird es heute für Herzog und Wagner eng. Okay, also dann gehen wir mal los. Bis gleich. Bis gleich. Ich habe mir schon mal im Unbox da. Ja, geh mal, komm. So, Thomas, ich habe mich umgezogen. Ja, was machen wir jetzt? Ja, jetzt geht's doch dann in den Ring. Jetzt geht's in den Ring. Ja, für dich? Nein, für dich? Nein. Weil du hast den Ring herausgefordert. Ehrlich? Ja. Naja, ja? Ich weiß nicht, ob man das aussieht. Aber du bist doch auch so schön. Ich bin ja ein guter Boxer, ne? Ich bin wieder ein wenig an dir, ne? Okay. Ja, dann ne? Lass uns ja mal loslegen. Dann okay. Mach dir mal warm, ne? Der Ring wird jetzt gleich kommen, dann, ne? Wisst ihr was? Ich glaube, der Rick kommt noch gar nicht, ne? Weil der hat schon gesehen, wie wir trainiert haben beim Kaffeebär, beim Krapfenessen waren, ne? Weil wir nicht auf dasselbe Kampfgewicht kommen, ne? 99 Kilo hat der Rick auch, selbes Kampfgewicht. Ich hau ihn dann einfach mal um, ne? So mache ich das und dann nehme ich die ganzen Gürtel mit, weil dann bin ich der Weltmeister. Wo ist der Wagner? Den mache ich jetzt Platz. Jetzt kriegst du deine... Thomas, komm nach vor. Komm nach vor. Komm vor. Los. Ich glaube, ich habe jetzt doch ein bisschen erschissen. Ne? Ja, jetzt hat mein Lieber... Hast du den gesehen? Ich habe den schon gesehen. Der ist ja 3 Meter groß. Der macht dich jetzt platt. Ne? Aber was? Weißt du, was gut ist, ne? Er trainiert dich erstmal, ja, oder? Wir haben ja schon 2 Wochen vorher trainiert, genau, ne? Genau. Da hast du mir gesagt, Thomas, selbe Gewichtsklasse wie der Rick, ne? Da sind wir schön Kuchen essen gegangen, ne? Locker Krapfen haben wir gegessen. Aber jetzt muss ich mal wirklich trainieren, ne? Wo gehen wir hin? Jetzt gehen wir mal erstmal zum Warmboxen, oder? Okay, alles klar. Schau mal, da ist das Gesicht vom Rick drauf, ne? So krieg ich das ab von mir halt, ne? Heute wird's auf den Wagner eng da. Wagner, bist du warm, Digga? Ich hab trainiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sind Sie bereit für den Boxfight des Jahres? Wir befinden uns hier in der Arena, in dem Ring. Und hier ist der Herausforderer in der roten Ecke mit einem Kampfgewicht von 91 plus aus Nürnberg. Untrainiert, keine Kampferfahrung, aber mutig wie sein Hund Thomas. Und in der blauen Ecke der wahre Champion von Nürnberg, der Champion der Herzen, Rick! Shake hands! Au! Keine Schläge vor Beginn, ja? Let's get ready to rumble! Runde 1! Nicht festhalten, nicht festhalten! Keine Tiefschläge! Keine Tiefschläge! Keine Tiefschläge! Warte! Pust ja schnell! Trainer, was hast du gemacht? Ich kann vor lauter Nacht! Ding, Pause! Einmal deine Chance abwarten und dann gehen bei dir die Lichter aus. Bei ihm die Lichter aus. Ja. Okay. Ja? Da. Okay, Trainer. Okay. Runde 2. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, out! Oh, wo bin ich denn? Hallo? Ja, wer ist denn jetzt? Wo bin ich denn? Oh,
Ist schon vorbei. Ich glaube schon, Thomas. Du darfst deine Boxhandschuhe ausziehen, ja, deine Wunden lecken und in den Whirlpool gehen. In Whirlpool? Bei der Monika? Bei der Monika. Ja. Komm, Thomas. Monika, ich komme mit dem Rick. Das ist aber eine Weltmeister. Ich muss es zugeben. Es gibt kein Besseren. Aber Monika, wir kommen wir beide in Whirlpool. Zu dir. Aber nur mit schönen runden Girls. Mit Girls? Mit runden Girls. Na, dicke wollen wir nicht. Ja, genau, sag ja. Da kann ich dicken. Wir sind auch hier im Boxring, oder? Ja. Und da gibt es auch immer runden Girls. Ah, aber wir haben keine gehabt. Nee, aber da arbeiten wir dran. Okay, in Whirlpool sind ja die runden Girls. Da gehen wir hin, wir beide, ne? Mach mal. Kriegst du einen Pokal. Girls darf behalten. Leg mich am Arsch mit. So, die Leichtverletzten dran, die Schwerverletzten. Gut gemacht. Ja. Super. Ja. So, wir sind immer gehen. Und, liebe Zuschauer, eins möchte ich euch sagen. Ich habe mich vielleicht blamiert, ne? Ich habe alles gegeben, was ich gehabt habe, ne? Aber ihr müsst auch eins verstehen. Ich habe einen total beschissenen Trainer gehabt. Ey! Ne? Da schau hin. Ne? Oh! Aber ihr seht schon, der Trainer war nicht so gut zu mir gestanden. Der Wagner kriegt es heute nochmal. Ja. So, also, Wagner, geh deine Wunden lecken. Ja, wir verabschieden uns, ne? Beim nächsten Mal wieder gibt sich eher in Gefahr. Ich glaube, wir sind vielleicht in meinem Biergarten irgendwo. Da kann er von den Kakerlakenkäfer die Scheiße aufrollen. Ja, danke, ich heute noch davon. Das machen die doch selber, oder? Na, ach echt? Ja, machen sie selber. Wenn so dir. Na, Grüße. Irgendwas finden wir schon. Schön, dass du dabei warst. Das danke schön. Danke dir, gell? Hat Spaß gemacht. Und bis bald. Jetzt müssen wir aufhören bei der Kameramann, ne? Braucht der Sauerstoffzelt. Der kriegt sich ja gar nicht mehr auf. Tschüss. Bis bald.